Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer brandneuen Folge von WWE Supercard. Die Ring Domination liegt hinter uns und die Team Ring Domination vor uns mit dem guten Kane. Das wird die Royal Rumble Karte sein. Was die Undercards sind, weiß ich nicht. Ich habe noch keine Leaks gesehen. Ihr seht es auch, es ist noch früh. 11 Stunden, fast 12 Stunden, bis das Event beginnt. Wer die Leaks hat, beziehungsweise wer weiß, welche Karten die Undercards sind, kann sie gerne unter das Video schreiben. Ich werde dann den Kommentar gerne anpinnen. Aber aktuell weiß ich es noch nicht. Ich weiß nur, dass es um Kane geht. Und es ist eine sehr schöne Karte. Ich habe sie schon in der Ring Domination gesehen. Ich habe generell sehr viele Karten in der Ring Domination gesehen. Und ich muss sagen, die Royal Rumble Stufe gefällt mir bis jetzt. Also sie haben sehr viele schöne Karten drin. Viele Legenden drin, wo ich ja eh großer Fan von bin. Und ja, Hulk Hogan, Andre the Giant, Diesel ist dabei. Und noch ganz viele andere, die ich gesehen habe. Und unter anderem auch Kane gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich bin auch gespannt, welche Diven drin sein werden. Diven habe ich natürlich noch nicht gesehen. Und reingeguckt in den Kartenkatalog habe ich auch nicht. Wir werden heute allerdings noch kurz gucken, wie weit ich gekommen bin bei der Ring Domination. Und natürlich ein TBG-Pack öffnen, eine Champions-Belohnung. Zum ersten Mal kann eine Royal Rumble-Karte drin sein. Und ein Ticket-Pack machen wir auf. Ist jetzt nicht ganz so spektakulär, aber ein Ticket-Pack werden wir noch öffnen. Und den Rest werden wir schön ansparen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Rumble-Karten an, die ich bis jetzt so habe. Hier habe ich das Bild geändert von Drew McIntyre. Das ist das Gothic-Bild. Ich finde, Gothic passt zu Royal Rumble sehr, sehr gut. Nicht alle Gothic-Bilder sehen gut aus, aber das von Drew McIntyre gefällt mir. Mir gefällt aber auch das. Also ich habe mich noch nicht entschieden, überhaupt welches ich nehme. Aber ihr seht schon, ich bin bis Heroic gekommen. Ich habe mir nicht das heroische Upgrade geholt, aber ich habe mir Drew McIntyre geholt. Das ist also die erste Royal Rumble Pro Karte. Wir sehen hier auch, der ist schon komplett trainiert und gelevelt. Das Leveln ist ja so schön einfach geworden wieder. Das ist herrlich. Der ist auch fast gelevelt, geplaylevelt jetzt noch nicht, aber das wird alles kommen. Ansonsten natürlich hier Samoa Joe. Sieht super schön aus. Auch, dass hier Supercard Season 6 so groß draufsteht. Gefällt mir eigentlich gut, das Design. Hat auf jeden Fall was. Das ist keine hässliche Eventkarte. Die andere Karte war natürlich Sami Zayn. Und ihr seht es, hier ist nichts Neues dabei, denn ich hatte tatsächlich keinen Pull. Ich habe 5 Karten freigespielt. Das sind so um die 30 Pulls pro Karte, die man garantiert hat. Und wir haben keinen Pull gehabt. Es kann also nicht mehr lange dauern, weil ich auch einige Royal Rumble Spiele gemacht habe, da auch Pulls gemacht, dann, da ist einfach ausgegangen. Naja, kann passieren, ist uns egal, wir starten einfach neu und machen dann gleich die Packs auf. Was ich aber noch sagen wollte, ist, ich habe ja auch TPG gespielt, habe da einige Pulls gehabt, habe in der Royal Rumble wegen der Aufgabe sau viele Pulls gehabt und es kam einfach keine Royal Rumble Karte. Das ist echt krass. Aber werden wir wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe wird es soweit sein, dass wir unseren ersten Pull begrüßen können. Ich bin sehr gespannt, wer es werden wird, weil lange kann es nicht mehr dauern. Wahrscheinlich kürzer als die Ladezeiten hier. Und ja, mal sehen, wie es so wird. Ich muss auch sagen, die Fusionen, da läuft es eigentlich gut, was die Uhren und so angeht. Man zieht schon viele Uhren. Ich habe diese Uhrenzieherei habe ich schon fertig, die Aufgabe. Ich kann euch ja mal zeigen, wie es hier bei der Aufgabe so aussieht. Wir sind ja wieder im Spiel. Ich hoffe, wir bleiben jetzt auch drin. Das mit den Uhren ist fertig, also 128. Ich habe sogar schon ein paar wegtrainiert, weil alles voll war bei den Verbesserungen. Bei den Ringen sieht es auch ganz nett aus. Ich konnte schon 2 Fusionen tatsächlich starten. In beiden leider nur eine Vanguard-Karte drin gehabt. Also auch da noch kein Glück. Ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Die Pros werde ich noch machen. Royal Rumble-Spiele muss ich noch machen. Aber wir haben ja noch fast 5 Tage Zeit. Also das wird kein Problem. Und dann hoffen wir hier natürlich auch, dass wir in der Belohnung eine Royal Rumble-Karte bekommen. Weil Vanguard, sind wir mal ehrlich, brauche ich jetzt nicht mehr. Wir wollen jetzt sofort auf Royal Rumble gehen, weil so lange wird diese Stufe nicht bestehen bleiben. Ich würde sagen, wir öffnen als erstes das Ticket-Pack. Als erstes das Ticket-Pack, weil die Wahrscheinlichkeit nicht so groß ist, dass da was Tolles drin ist. Aber egal, wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1, Feuer, frei. Nö, da ist nichts drin, aber wieder schön was zum Wegtrainieren. Bronson Reed, der Gute und, oh, Stone Cold Steve Austin. Das ist doch eine schöne Karte gewesen. Immerhin, aber ist jetzt nichts Großartiges. Den Rest werden wir uns aufsparen.
Aber das Wichtige ist ja das TBG-Pack. Da kann ja was drin sein. Mit ein bisschen Glück könnte es was werden. So haben wir gewonnen gegen die Demons Kings. Und ich hoffe einfach, dass wir in unserer ersten Royal Rumble TBG Champions Belohnung eine Royal Rumble Karte haben. In 3, 2, 1, Feuer, frei. Nö, haben wir nicht. Wir haben zwei Vorreiterkarten, die uns leider nichts mehr bringen. Oder nur sehr wenig. Also ich werde diesen Aufwand nicht betreiben und die Karten noch leveln. Samoa Joe, The Miz, das wird alles wegtrainiert. Denn, ganz ehrlich, ich müsste so viele Karten wieder da reinstecken, dass ich gar keine Lust habe, die überhaupt zu leveln. Werde ich mir nicht antun. Eine Royal Rumble Karte hätte ich gerne gehabt. Also so langsam wird es auch Zeit, dass ich mal eine bekomme. In den Fusionen war nichts drin. Ticket Pack, okay. Die Chance ist eher gering. Aber jetzt auch in diesem TBG wieder alles umsonst gewesen. Umsonst gelevelt, umsonst die Kämpfe gemacht. Es ist sehr, sehr nervig. Aktuell läuft gerade eins. Da steht es noch 0-0. Es hat gerade erst angefangen. Ich habe noch nicht gespielt, noch nicht geguckt. Werde ich aber im Laufe des Tages natürlich machen. Gerne in die Kommentare jetzt, was bei der Ring Domination bei euch rausgesprungen ist. Habt ihr euch Samoa Joe geholt? Habt ihr euch vielleicht sogar auch Drew McIntyre als euren ersten Pro gesichert? Ich will jetzt gar nicht sagen irgendwas über den Royal Rumble, weil kann ja sein, dass der ein oder andere es noch nicht gesehen hat. Deswegen halte ich mich da zurück. Ich fand den Royal Rumble allerdings sehr vorhersehbar und nicht so geil. Und habe jetzt auch mein WWE Network gekündigt nach diesem Royal Rumble. Bin also sehr unzufrieden und nur für NXT, nee, sorry, da bin ich nicht bereit zu jeden Monat 10 Euro zu bezahlen. Da kann ich auch auf YouTube die Highlights gucken. Aber der Royal Rumble war eigentlich gar nicht so schlecht, nur er war halt extrem vorhersehbar und das Schlimme ist, dass so viel gespoilert wurde. Und das ist bei WWE einfach Dauerzustand, dass man zu gespoilert wird. Und deswegen gibt es einfach keine Überraschungen mehr. Aber ich will auch gar nicht über den Royal Rumble reden, sondern gerne in die Kommentare, was ihr bei der Ring Domination gemacht habt, ob ihr euch Kane holen werdet oder vielleicht seid ihr noch nicht auf Royal Rumble. Ich weiß leider nicht, welche Karte die Vanguard-Stufe und so ist, aber das werden wir sicher alles rausfinden. In diesem Sinne hoffe ich, das kleine Video hier hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Rin gehauen, bis zum nächsten Mal.